Hallo zu Backen und Kochen mit Stefan. Ja, der Sommer steht vor der Tür. Es gab ja auch schon ein paar schöne heiße Tage und darum habe ich mich entschlossen, mal so ein kleines Special zu machen. Und zwar geht es da um Cocktails. Dafür werde ich kleine Clips machen, wo ich einzelne Cocktails zubereite. Wichtig dabei ist natürlich das obligatorische Schirmchen. Und es ist wirklich fast so wie beim Backen. Also die Zutaten sollten stimmen, vor allem die Mengenangaben, genau wie beim Backen. Beim Kochen ist es ja nicht ganz so wichtig, aber hier bei den Cocktails ist es eigentlich auch ziemlich wichtig. Lass uns mal schauen, ich gehe jetzt mal hier in meine Werkstatt und dann lass uns mal loslegen mit dem ersten Cocktail. Herzlich willkommen zu Backen und Kochen mit Stefan und dem Sommer Special Cocktails. Aber zuerst die allerbeste Nachricht heute. Michael Schumacher ist aus dem Koma erwacht. Und mein Idol, mein Rennfahrer-Idol. Viele, viele Daumen nach oben. Weiterhin alles Gute ihm und seiner Familie. Das als allererstes einmal sei gesagt. Wie gesagt, eine Spitzennachricht. Und wenn dann heute noch Deutschland gegen Portugal im Fußball gewinnt, ist die Woche mit Sicherheit gerettet. Also viel Glück auch der deutschen Nationalmannschaft. Nun aber zu unseren Cocktails. Als erstes machen wir ein Wodka Daisy. Dafür benötigen wir, wie der Name es schon sagt, Wodka. Zwar 5 cl, dann 2 cl Grenadinesirup, 2 cl Zitronensaft. Ihr könnt es aus der Flasche nehmen, ihr könnt natürlich auch frische Zitrone auspressen. Und dann brauchen wir noch etwas Zitronenlimonade, also sowas wie Sprite, und zwar 5 cl. Zusätzlich brauchen wir etwa 4 Eiswürfel. Als erstes geben wir 3 bis 4 Eiswürfel in unseren Shaker. Dann messen wir 5 cl Wodka ab und geben den dazu. Danach 2 cl Grenadinesirup und 2 cl Zitronensaft. Alles zusammen im Shaker etwas durchmischen, mixen, so dass die Flüssigkeit die Temperatur vom Eis annimmt und danach durch das Sieb im Shaker in ein passendes Cocktailglas gießen. Zum Schluss noch mit Zitronenlimonade auffüllen, etwa 5 cl, je nach Größe vom Glas natürlich. Es kann auch ein klein bisschen mehr sein und wie stark euer Getränk sein soll. Zu guter Letzt darf die Deko nicht fehlen, dafür habe ich da eine Physalis. Die schneide ich ein wenig ein, stecke sie aufs Glas. Vielleicht noch ein Schirmchen dazu, entscheidet ihr selbst. Ihr könnt es natürlich auch mit einer Erdbeere oder ähnliches verzieren. Bleibt euch überlassen. Ich habe jetzt das Schirmchen noch in die Physalis reingesteckt, so hält es ein wenig besser. Denn wichtig bei einem Cocktail ist natürlich, das Auge trinkt auch mit. Ja, lasst ihn euch schmecken. Es ist ein recht fruchtig-spritziger Cocktail. Durch den Grenadinesaft leicht süßlich, durch die Zitrone leicht säuerlich. Also wirklich ein toller Cocktail. Macht's mal nach und schaut auch noch meinen anderen. Es wird da in nächster Zeit reichlich geben.